Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute in kleinerer Runde, das heißt hier im WDR Radio bei 1Live und bei 1 Festival. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Das für heute geplante Thema verschieben wir auf nächste Woche. Das heißt, ihr könnt mich wie immer bei freien Themennächten anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. Nochmal unsere Telefonnummer, unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben, kurz und knapp ein paar Sätze zu eurem Thema und dann raus damit. Die erste Anruferin heute Nacht bei mir ist die Sarah. Sarah ist 21 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo. Hallo Sarah. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, also ich habe im letzten Jahr hat meine Mutter insgesamt 3-mal Krebs gehabt. Und beim letzten Mal haben wir dann erfahren, dass es chronisch ist. Also heißt, sprich, sie können es momentan immer wieder therapieren, ja. Aber sie wissen nicht, wie lange. Wie alt ist deine Mutter, Sarah? Meine Mutter ist 47. 47 Jahre. Und was für ein Krebs ist das? Also die ersten Male war es Brustkrebs, dann war es Knochenkrebs und das letzte Mal waren es halt auch wieder die Knochen im Lymphsystem und an der Leber. Oh, das klingt natürlich sehr ernst und du sagtest auch gerade, dass man also therapeutisch in dem Sinne nichts machen kann. Ja, also das letzte Mal, sie konnten es mit einer Chemotherapie erstmal eindämmen, ja. Sodass es sich erstmal nicht weiterentwickelt. Allerdings, ja, die Chemo war jetzt irgendwie im Juni, glaube ich, zu Ende. Das heißt, jetzt demnächst müsste wieder die nächste Untersuchung anstehen. Wie geht es denn deiner Mutter im Moment? Also momentan geht es ihr recht gut. Also gerade nachdem die Chemo jetzt vorbei ist, die Haare wachsen wieder und es ist ja auch sehr zwiegespalten eben zwischen, ja, es geht momentan gut und was kommt beim nächsten Mal raus. Ja. Ist denn von den Ärzten das so gesagt worden, dass überhaupt gar keine Hoffnung besteht, alles wieder in den Griff zu kriegen, dass man sich nur so quasi von Chemotherapie zu Chemotherapie hangelt? Ja, also der erste Arzt hatte ihr sogar nur gesagt, dass es nicht heilbar ist, ja. Bis ihre Ärztin dann noch gesagt hat, also es ist zwar nicht heilbar, aber wir können es noch therapieren. Ja. Wie geht denn deine Mutter mit dieser schlimmen Diagnose um? Ja, also meine Mutter hat eine Therapie angefangen. Also eine Psychotherapie? Ja. Ja. Sie wird jetzt demnächst eine Patientenverfügung aufsetzen, weil sie auch sagt, sie weiß, dass es irgendwann wahrscheinlich so kommt, dass sie dann eben nicht mehr selber entscheiden kann und an irgendwelchen Apparaten hängt und sie möchte nicht künstlich monatelang oder wie lange auch immer am Leben erhalten werden. Das ist natürlich eine sehr, sehr kluge Entscheidung, das in der jetzigen Phase der Erkrankung zu machen, wo sie noch bei Kräften ist, alles selbst zu entscheiden. Ja, es ist auch irgendwo beruhigend zu wissen, weil also wenn ich mir überlege, dass ich mit meiner Familie, also meinem Vater und meinen Schwestern diese Entscheidung eventuell treffen müsste. Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe noch 2 Schwestern. Sind die älter als du oder jünger oder beides? Beides. Beides. Wie ist denn die Stimmung so in der Familie? Ich meine, das ist ja furchtbar, wenn man mitbekommt, dass die Mutter so schwer krank ist und dass man sich auch mit dem Gedanken vertraut machen muss, dass die Mutter vielleicht sterben wird in absehbarer Zeit. Wie ist die Stimmung in der Familie? Also uns hat das eher näher zusammengebracht, muss ich sagen. Also gerade mit meinen Schwestern hatte ich vorher nicht unbedingt das beste Verhältnis und ja, das hat irgendwie noch eine ganz andere Ebene geschaffen zwischen uns. Und dein Vater, wie geht der damit um? Das ist schwierig und mein Vater hängt total an meiner Mutter, ist sehr auf sie fixiert und ja, ich glaube nicht, dass mein Vater hat auch nicht irgendwie Freunde, mit denen er wirklich darüber auch mal reden kann, dass er auch mal außerhalb der Familie ausholen kann. Da ist es. Spricht denn der Vater mit euch oder kann er das auch nicht? Ist er da auch eher blockiert? Wenig. Also ab und an mal kommt es dann schon so weit, dass er mit uns spricht oder sei es nur, dass man mal zusammen weint oder was auch immer. Ja. Aber es ist wenig. Also spricht er denn, was ja vielleicht noch viel wichtiger ist, spricht er mit der Mutter, mit deiner Mutter über all das, was jetzt vielleicht bevorsteht? Ja, also die sprechen miteinander. Die machen das.
Wie würdest du denn deine Stimmung zurzeit beschreiben? Ja, ich schwebe auch so zwischen allem, zwischen diesem momentanen, also ich wohne auch nicht mehr zu Hause und jedes Mal, wenn ich mich nach Hause komme, freue ich mich, wenn ich sehe, dass die Haare von meiner Mutter wieder gewachsen sind und dass sie wieder ein Stück weit aussieht wie vor ihrer letzten Chemo und eben aber auch diese Angst, ja, es kommt die nächste Untersuchung und eigentlich die letzten Male war es wirklich so, bei jeder Untersuchung haben sie was Neues gefunden. Das haut einen ja komplett aus der Bahn, wenn man so etwas mitbekommt oder wenn man so eine Erkrankung bei den Eltern erfährt. Wahrscheinlich bist du auch früher immer so nach Hause gekommen, die Mutter ist gesund und alles ist so wie immer und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und plötzlich ist alles anders. Nein, also das erste Mal hatte meine Mutter Krebs, da war ich 10, 11. Ach so, dann. Dann bin ich im Prinzip wirklich mit dieser Krankheit aufgewachsen. Wir hatten dann zwar eine lange Pause dazwischen, aber es war immer irgendwo, dass ich mich wirklich schon früh mit der Thematik beschäftigen musste. Ich finde ganz wichtig, Sarah, jetzt, dass in der jetzigen Phase, wo es deiner Mutter einigermaßen gut geht, dass ihr einfach so viel Schönes und Gutes mit ihr macht, was nur irgend möglich ist. Ja. Und die Zeit, wo sie stabil ist, wirklich nutzt. So, dass ihr hinterher nicht sagt, oder dass du auch nicht sagst hinterher, ach Mann, hätte man doch da das und das noch gemacht. Mach alles, was jetzt möglich ist und versuche ihr die Zeit so schön wie nur irgend erdenklich zu gestalten. Ich glaube, das ist das, was du oder was ihr als Familie machen könnt. Darüber hinaus wird sie ja eh spüren, dass ihr zu ihr steht und dass ihr bei ihr seid. Was natürlich für jemanden, der so krank ist, auch unheimlich wichtig ist. Ja, da ist halt auch irgendwo ein Konflikt insofern bei mir da. Also ich bin jetzt vor einem Jahr halt zu Hause ausgezogen, weil ich jetzt studiere und ja, dann sieht man sich auch nicht mehr so oft. Maximal einmal im Monat komme ich dann zu meinen Eltern, weil es auch eine Strecke zu fahren ist. Wie weit seid ihr auseinander? Gut 200 Kilometer. Und das ist, ja, Studium kostet auch Zeit und es ist so ambivalent. Auf der einen Seite möchte ich sehr gerne auch zu Hause sein, Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber auf der anderen Seite muss ich mir auch hier ein eigenes Leben aufbauen. Die anderen Geschwister, sind die denn noch zu Hause? Meine ältere Schwester auch nicht mehr und die jüngste macht jetzt dieses Jahr ihr Abitur, also die zieht dann jetzt auch aus. Ah ja. Ja gut, aber du kannst es ja vielleicht einrichten. Ich meine, 200 Kilometer geht ja noch. Besser, als wenn es jetzt 600 Kilometer wären. Ja. Dass du vielleicht einfach doch mehr an den Wochenenden nach Hause fährst, als du es bisher getan hast. Das kann man ja. Das muss man dann ja auch in so einer Lage. Oder jetzt Weihnachten, dass du die Weihnachtszeit dann zu Hause verbringst, vielleicht ein bisschen länger als sonst. Ja, das ist klar. Und so weiter. Hast du Angst vor all dem, was auf dich zukommt? Ja, also mich hat die letzte Diagnose schon so weit runtergehauen, dass ich mir auch eine Psychotherapeutin gesucht habe. Da ist allerdings das Problem, dass die Krankenkassen das nicht gerne zahlen. Und ich frage mich echt, also wenn mich schon diese Diagnose so runtergehauen hat, also ich war wirklich, aber das Einzige, was mich vom Messer abgehalten hat, war der Gedanke, dass es meine Mutter zerstört. Und ich frage mich, wie es dann wird, wenn die endgültige Diagnose kommt. Ich glaube, dass man dann Kräfte in sich mobilisiert, von denen man gar keine Ahnung hat. Dass man dann wirklich zu jemandem stehen kann, auch wenn man vorher sich das gar nicht vorgestellt hat, vielleicht auch in ganz ernsten Zeiten ganz ernste Dinge mitzumachen. Ich glaube, das ist so. Das erfahre ich so überall, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich das mitbekommen habe. Liebe Sarah, was wünsche ich dir? Ich wünsche erstmal deiner Mama, dass das noch lange so stabil bleibt, dass die nächste Untersuchung positiv ausfällt für sie. Ja. Ich meine, man sagt das immer so, das ist so ein blöder Spruch, aber das ist so wahr. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gibt ja auch in Krebserkrankungen immer wieder seltsame, auch positive Wendungen. Da sollte man sich nicht gänzlich festhalten, aber das gibt es. Das kann man ja nicht außer Acht lassen. Und vielleicht hat sie ja doch eine recht gute Zeit. Und dir und eurer Familie wünsche ich natürlich die entsprechende Kraft, das alles durchzustehen. Ich möchte nochmal sagen, das mit der Patientenverfügung ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Weil das erspart euch, wie du es auch gerade schon gesagt hast, euch als Familie könnte
die Situation so prekär werden, dass ihr wirklich in große Konflikte geraten würdet, wenn es keine Verfügung gäbe. Ja. Insofern das Problem ist dabei auch bloß, die Ärzte müssen sich gar nicht dran halten. Nee, aber es ist schon mal gut, wenn man sowas schriftlich vorliegen hat. Ja. Und es ist wichtig, dass man das sehr ausführlich macht, dass man genau schreibt, was man will und vielleicht auch schreibt, was man nicht will. Und also je ausführlicher, desto besser, ist meine Erfahrung. Ich wünsche euch viel, viel Kraft, Sarah. Ja, danke schön. Und alles Liebe und alles Gute. Wenn du gerne möchtest, kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, weil du ja auch gerade gesagt hast, du hast schon Hilfe gesucht. Das wäre schön, ja. Ja, dann legst du bitte auf und die Sabine, die ruft dich gleich an und ich wünsche alles Liebe. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, wenn ihr zufällig gerade erst reingeschaltet habt, wir haben heute eine Freitagnacht und ich würde mich freuen, wenn ihr anruft und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Alexandra ist hier. Alexandra ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo, Alexandra. Hallo. Was ist dein Thema? Mir geht es darum, dass ich Angst habe, mich festzubinden. An einen Menschen? An einen Mann. An einen Mann? Ja, an einen Mann. Warum hast du Angst, dich an... Warum? Ich war 4 Jahre in einer Beziehung. Mhm. Aus meiner Sicht war es eine super, super, super schöne Beziehung. Mhm. So wie ich es mir eigentlich immer erträumt habe. Und wann war denn diese Beziehung? Liegt die schon lange zurück? Vor 4 Jahren. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Single oder 3,5 ungefähr. Ja. Und mir fällt es unwahrscheinlich schwer, mich auf jemanden Neues einzulassen. Also du bist seit 4 Jahren wieder Single? Ja, genau. Und diese Beziehung damals hat aber auch 4 Jahre gehalten? Ja, genau. Ah, ja. Genau. Mhm. Und warum ist die kaputt gegangen? Die ist kaputt gegangen, weil wir zu unterschiedlich waren. Also wir waren auch 10 Jahre auseinander, muss ich sagen. Und du warst die Ältere oder die Jüngere? Nein, ich bin die Jüngere. Ja. Mhm. Ah ja, gut, 10 Jahre ist ja nicht viel. Nee, natürlich ist nicht viel, aber ja, es ist auch letztlich an der Kinderfrage auch gescheitert. Das war auch mit ein Grund. Was heißt das? Ich wollte Kinder haben, er wollte von mir keine, weil ich, also heute weiß ich, dass er verheiratet ist und ein Kind hat. Mhm. Ja, und irgendwie ist das alles... Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Er von mir. Er von dir? Ja. Genau. Und die Schmerzen, die Verletzungen spürst du heute noch? Ja, irgendwie schon. Hm. Ich dachte immer, ich bin darüber hinweg, aber ich ertappe mich immer dabei, dass ich, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich so mein Gefühl nicht freien Lauf lassen kann, dass ich Angst habe, mich festzubinden, dass ich das auf der einen Seite sehr gerne möchte, auf der anderen Seite immer so, weiß ich nicht, wie so eine Mauer um mich herum aufgebaut habe. Und das geht seit 4 Jahren so? Ja, schon. Mhm. Ja. Ist natürlich verdammt lang. Ja. Hast du versucht, die Mauer zu überwinden? Nee, nicht wirklich. Warum nicht? Es ist deine Zeit, es ist dein Leben? Ja, ich habe irgendwie Angst davor. Ich weiß aber gar nicht, was. Ja, genau. Ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt gar nicht sagen. Bemühe dich rum. Ich kann mich da irgendwie selber gar nicht, ich kenne mich so auch selber gar nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja gut, aber das ist ja jetzt keine neue Erscheinung von ein paar Monaten. Nein, natürlich. Es dauert 4 Jahre schon. Ja. Und du wirst nicht jünger. Ja, ich das ist deine Lebenszeit, die vergeht. Ja. So muss man es ja sehen. Ja, schon. Hast du Sehnsucht nach einer Beziehung? Ja, schon. Mhm. Hast du dich immer ein bisschen auf jemanden eingelassen? Ja, habe ich schon. Ja. Das habe ich schon, aber dann habe ich das wieder beendet. Weil ist es die Angst, vielleicht wieder verletzt zu werden, hinter das Licht geführt zu werden? Ja, so das schon, verletzt zu werden, einfach jemanden an mich ranzulassen. Mhm. Aber das ist natürlich, das ist immer die große Frage. Wenn man verletzt wurde, ja. Und das ist ja offensichtlich bei dir der Fall gewesen, ja. Der hat dich auch belogen, der Mann, ne? Ja, schon. Mhm. Ich habe halt im Nachhinein rausgekriegt, dass er viele Monate fremdgegangen ist, was ich halt alles im Nachhinein rausgegangen ist, so hinterlistig einfach. Okay, das ist natürlich sehr schlimm. Aber welche Konsequenzen zieht man daraus? Die falschen Konsequenzen sind eigentlich zu sagen, jetzt bin ich allen Menschen so skeptisch gegenüber, dass ich mich den Menschen verschließe. Ja. Das ist ja ein später Sieg für ihn dann noch. Ja. Ist er das wert? Nee.
Nee, eigentlich nicht, nein. Eigentlich, ich glaube, die Kunst, mit diesen Liebesdingen umzugehen, ist doch, dass man sagt, okay, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und ich bin auch mehr wachsam und ein bisschen auf der Lauer, aber ich gebe auch Neuem eine Chance. Zu diesem Mittelweg, zu dieser Haltung muss man sich zwingen, sonst bist du vereinsamt irgendwann. Und ich glaube, das ist eine Frage der erstmal des eigenen Überlegens und dann, dass man die Haltung dazu findet. Und dass man auch sagt, okay, ich riskiere halt ein bisschen. Wenn es halt beim nächsten, beim übernächsten, beim drittnächsten nicht klappt, vielleicht dann beim viertnächsten. Nur so nichts. Ja, toll, aber ich habe keine Lust irgendwie so, mich auszuprobieren. Da habe ich... Mensch, wie alt bist du? Du bist 33. Ja. Du bist ein junges Ding noch. Ja, schon. Also, ja klar, musst du dich ausprobieren. Das ganze Leben ist ausprobieren. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Rechtsanwaltsgehilfin. Ja. Hast du einen Freundeskreis, einen großen? Ja, sehr. Also du gehst viel raus und bist ja nicht so... Ja, ich bin immer unterwegs. Ich bin einer, der ganz selten zu Hause ist. Also kein Mauerblümchen? Nee, gar nicht. Nee. Das überhaupt gar nicht. Ich lerne ja auch viele Leute kennen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich mich da... Hast du eine gute Freundin? Ja, habe ich. So eine beste Freundin? Ja, habe ich. Was sagt die zu der Situation? Das Gleiche, wie du sagst. Mhm. Sie sagt schon dasselbe wie du. Weil die besten Freundinnen haben meistens immer den besten Ratschlag. Ja, ja, die kennen einen am besten und ja, wenn die das so. Allerdings, ja. Das heißt, ihr beiden, ihr Mädels geht auch öfters auf die Rolle. Natürlich, ja. Sie sagt halt auch zu mir, lass es doch einfach auf dich zukommen. Es kann ja wirklich auch sein. Probier's aus und ich bin dann immer so, dass ich sag, nee, ich will das nicht, aber. Also wenn du jetzt 63 wärst, dann würde ich auch nicht sagen. Dann würde ich auch sagen, komm, mach mal. Ich habe hier schon so tolle Sachen erlebt von älteren Leuten, dass ich selbst das nicht mehr sagen würde, wenn jemand älter ist und schlechter. Nein, gar nicht. Wenn man kann es denn sein, dass vielleicht die Hauptbremse darin besteht, dass du dich noch immer nicht wirklich verabschiedet hast von deinem Ex? Das kann sein. Und ihn immer noch nicht wirklich losgelassen hast. Das kann sein, ja. So. Und das ist es. Ich glaube, wenn man das nicht schafft und nicht tut, das Loslassen. Dann kann ich mich auch nicht auf was Neues machen. Nein, kannst du nicht. Wie oft am Tag denkst du an ihn, an den Ex? Ich stelle immer so Vergleiche an. Das ist das Schlimme, glaube ich. Also wenn jemand kommt, gleich Gegengabe. Weil ich habe bei ihm, also beim Ex habe ich wirklich ein super schönes Leben gehabt. Mhm. Und dem traust du nach. Und denkst, so schön kann es so... Ich schon nach, weil heute geht es mir natürlich nicht so gut wie ja. Da. Nochmal eine Frage, wie oft denkst du an ihn? Eigentlich nicht sehr oft, nein. Mhm. Aber immer wenn es drauf ankommt, denkst du an ihn? Ja, dann schon. Dann schon, dann schon. Musst du gegen angehen. Ist auch eine, ich meine, da kann man sich auch gehen lassen in so einer Verhaltensweise, dass man dann immer gleich vergleicht. Mhm. Oder man sagt... Geht dagegen an, das kann man ja schaffen. Das ist mühsam. Ja, weil ich war auch mit dem Problem und alles andere, was noch dazu kommt, war ich ja auch schon bei einer Psychologin, aber... Was kommt denn alles andere noch dazu? Ach, alles mögliche. Oh. Dass ich momentan arbeitslos bin und ja. Was noch? Dass ich mich halt nicht öffnen kann, dass ich auch eine Freundin habe, die immer denkt, sie muss meine Mutter sein und so weiter. Auch ganz schlimm irgendwie. Gibt es noch was Gravierenderes, was dich aus der Vergangenheit her vielleicht sehr belastet? Nö, eigentlich nicht. Aber wenn du schon zu einer Psychologin gehst, zeigt mir das, dass du da sehr verstrickt bist im Moment in all den ganzen Sachen. Ja, schon, natürlich. Und ich will da ja auch rausfinden. Das, ja, klar. Was war denn das Ergebnis der psychologischen Sitzung oder Sitzungen? Gar nichts. Dass ich einfach gegangen bin und gesagt habe, ob ich eigentlich noch ganz normal bin. Dass ich bin halt rausgegangen und habe gesagt, hey, du brauchst es nicht. Das ist doch eine gute Haltung, das finde ich immer gut. Und ich habe dann so gesagt, ja, die konnte mir sowieso nicht helfen. Ja, aber weißt du, Alexander, das finde ich ja viel noch toller, wenn man sagt, okay, ich habe das mal versucht jetzt mit dem Psychologen, aber ich schaffe das auch alleine. Ja, aber ich schaff's ja nicht. Versuch es nochmal, Mensch. Wie oft hast du es seitdem versucht? Gar nicht mehr. Ja, nein, siehst du. Gar nicht mehr. Dann sitzt du da und jammerst, ich schaffe es nicht. Ach, da musst du halt durch, da muss man halt wirklich auch zäh und nochmal und nochmal. Und irgendwann wirst du belohnt und dann wirst du denken, Mensch, habe ich damals eine Zeit verbracht,
das war verschwendete Zeit. Ja, wahrscheinlich. Du musst wie ein Stehaufmännchen sein. So ist das. Mhm. Ja. Okay. Alexandra, Mensch, ja. Kopf hoch. Ja. Und ran an die Jungs. Okay. Aber volle Kanne. Bist doch eine aufgeschlossene Frau. Schon, natürlich, ja. Klar. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, vor allen Dingen auch noch viel Erfolg bei der Jobsuche. Dankeschön. Weil das macht einen ja auch stabiler, wenn man da schon mal guten Rückhalt hat. Ja. Ja. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt und heute schon mal aufmerksam machen auf unser Thema am Donnerstag. Das ist ein großes Thema. Das Thema heißt Sterbehilfe. Ich möchte gerne mit euch über das Pro und Contra von Sterbehilfe sprechen. Es gibt ja viele Formen der Sterbehilfe, die aktive Sterbehilfe, passive, indirekte Sterbehilfe. Was ist eure Meinung? Würdet ihr Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen? Habt ihr vielleicht jemanden in eurem Umfeld, der das gerne täte? Oder vielleicht habt ihr sogar jemanden in eurem Umfeld, der im Ausland, in der Schweiz oder in Holland aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen hat. Das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wer sich dazu gerne äußern möchte und mit mir sprechen will, der kann natürlich mailen unter domian@wdr.de. Sterbehilfe, unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Stella begrüße ich herzlich. Guten Morgen, Stella. Hallo. 25. Ja, genau, richtig. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich vor 13 Monaten mein Kind verloren habe. Wie ist das passiert? Und wie alt war das Kind? Also ich habe das Kind im Bauch verloren. Mhm. Das ist trotzdem tragisch, weil also mein Kind war krank. Das hatte Trisomie 21. Das ist halt dieser Mongolismus. Ja. Und ja, das habe ich dann erfahren. Und ja, ich weiß bis heute nicht, warum. In wie vielen Monaten hast du das Kind verloren? Im fünften. Also ich habe es nicht wirklich verloren. Ich musste die Schwangerschaft beenden. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache für mich. Also ich habe den Herzschlag schlagen sehen und musste dann einwilligen, dass sie mir das Kind holen, mhm. weil das hatte Wassereinlagerung im ganzen Körper und somit war das auch eine Gefahr für mich. Mhm. Ich hätte vergiftet werden können. Und ich habe natürlich den Ärzten nicht geglaubt, dass das Kind wirklich krank ist, weil ich habe das Herz schlagen sehen, Herzrhythmus war alles super, alles schön. Also man hat das Kind geholt, als es noch lebte? Und, ich durfte es zum Glück, sage ich jetzt mal, mit Vollnarkose. Hm. Ich musste die Ärzte schon überreden, dass ich eine Vollnarkose bekomme. Die wollten doch wirklich, dass ich dabei bin. Hm. Aber das hätte ich einfach psychisch nicht geschafft, mhm. weil... Also es wurde künstlich eine Geburt eingeleitet oder war es per Kaiserschnitt? Nee, die haben es mir... Also das war kein Kaiserschnitt, das war so richtig... Ich habe... Also das Schlimmste, die Prozedur, ich habe erstmal ein Zöpfchen bekommen. Mhm. Das hat künstliche Wehen hervorgerufen. Mhm. Das heißt, ich lag erstmal den ganzen Tag im Krankenhaus und habe unheimliche Schmerzen gehabt. Und ja, so wie man eigentlich Schmerzen hat, wenn man ein Kind kriegt. Mhm. Und... dann irgendwann wurde ich dann im OP-Saal gerufen, als das Kind fast da war. Und dann habe ich schnell die Spritze bekommen. Und als ich aufwachte, war alles vorbei. Mhm. Also vorbei, ja. Ich wusste dann halt... Du bist ein 5 Monate alter Embryo, ist ja schon sehr groß. Das stimmt. Was ist mit diesem Embryo geschehen? Also erstmal haben die mich natürlich vor der Entscheidung gelassen, ob ich das Kind sehen möchte oder mhm. nicht. Und ich muss dazu sagen, dass ich halt eine Vorgeschichte habe, so mit Panik- und Angstattacken, mhm. die habe ich schon so ein paar Jahre. Und deswegen durfte ich auch diese Vollnarkose bekommen. Mhm. Sonst ist das eigentlich verboten, weil das halt schon, die Schwangerschaft war halt schon so weit fortgeschritten. Ja. Hast du das Kind denn gesehen? Ne? Nein, ich habe es nicht gesehen, weil die Ärztin mir sagte, dass der Anblick nicht so schön ist. Ja. Ist und das Kind beigesetzt worden oder ist es einfach... Ja, es ist beigesetzt worden. Ist beigesetzt worden. Auf dem Friedhof. Genau. Mhm. Es gibt so eine neue Sache. Ich hatte vorher auch nie davon gehört. Das heißt Sternschnuppe, Abschied mhm. in Würde. Mhm. Und mir wurde das halt empfohlen. Da werden halt mehrere tote Babys zusammen in ein Grab gelegt beigesetzt, damit halt nichts Schlimmeres passiert. Und wir als Mütter halt wissen. Da wo, ist es und da kann genau. man hingehen. Und genau. Wie viel Kinder sind da zusammen in einem Grab beigesetzt worden oder für Embryos? Ganz, ganz unterschiedlich. Also bei meiner Beerdigung, also bei meinem Baby, waren das jetzt ungefähr 8 Kinder. 8 Kinder, ja. Und das ist zwar eine schöne Sache, aber das Schlimme ist auch, ich habe nicht wirklich viel Verständnis dafür bekommen. Also viele haben sich schon den Mund fusselig geredet, warum ich das gemacht habe. Das Kind hat doch noch gar nicht gelebt und ich würde doch total übertreiben. Also dass du es beigesetzt hast? Oder genau,
Genau. Also, ehrlich? Das haben die Leute gesagt? Ja, also. Was wollen die? Wollten die Leute, dass es entsorgt wird im Container oder wie? Ja, so ungefähr. So wie man das früher gemacht hat? Ja, ganz genau. Ich habe es auch nicht verstanden. Ehrlich? Da gibt es Leute, die sich darüber den Mund zerreißen, dass du das Kind hast beisetzen lassen? Ja, das habe ich ja auch nicht verstanden. Nein, das verstehe ich aber wirklich auch überhaupt nicht. Ich meine, jeder, der in so einer Lage sich annähernd hineinversetzt, muss doch Verständnis dafür haben, dass man das dann eigentlich schon in dem Sinne vielleicht löst, wie es einem gemäß ist. Wer war das denn? Waren das nahe Menschen um dich herum? Ja, das war zum Teil auch seine Familie. Also ich bin nicht mehr mit dem Vater oder mit dem Freund zusammen. Ja. Das war dann so der zweite Schock, als er mich verlassen hat. Hat er dich nach der Entbindung verlassen oder vorher schon? Also er hat mich 2 Wochen nach der Beerdigung verlassen. Ja. Und das war natürlich alles noch ganz frisch. Wir haben zusammen im Krankenhaus den ganzen Tag geweint und auch auf der Beerdigung. Und 2 Wochen später hat er dann einfach Schluss gemacht und ich wusste nicht, was ist denn jetzt los. Völlig aus heiterem Himmel? Aus heiterem Himmel. Wie lange warst du mit ihm zusammen gewesen? 1 Jahr. Also das war alles ganz, ganz frisch. Und er kam aber dann wieder. Ja, hat sich doof an, aber nach 1 Monat kam er wieder. Und dann hat es noch 6 Monate gehalten. Mhm. Aber das Schlimme ist, er hat auch immer von Seiten seiner Familie halt zu hören bekommen, dass ich halt, ja, ich bin doch nicht die Richtige und ich habe jetzt ein krankes Kind und vielleicht kann man mit mir überhaupt keine gesunden Kinder kriegen. Und diese Familie hat sich dann auch noch darüber aufgeregt, dass du das Kind hast beisetzen lassen. Genau, ich habe Vorwürfe bekommen, warum mein Freund hat mit durchgehen lassen, das hätte man doch nicht so einen Schmerz, ich hätte ihnen das ersparen können mit der ganzen Beerdigung. War diese Familie bei der Beerdigung? Natürlich nicht, nein. Wie viele Leute waren da? Eigentlich nur die Betroffenen, also nur die Elternpaare. Die Elternpaare? Achso, die Kinder sind alle auf einmal beerdigt worden. Mhm. Mhm. Das ist halt... Und das waren alles noch ungeborene Kinder? Genau, richtig. Mhm. Ja. Mhm. Die aus irgendwelchen Gründen von 1., 2., 3., 4. Monat, also da gab es eigentlich keine Unterschiede. Ja. Es gibt ja nur ab einem bestimmten Gramm hat man dann Recht auf ein Eigengrab. Und gab es denn Leute in deinem Umfeld, in deinem direkten Umfeld, die zu dir gestanden haben? Ja, schon. Also natürlich meine Familie. Ohne meine Mama wüsste ich nicht, wo ich jetzt bin. Mhm. Das schon. Aber ich habe auch sehr viel erfahren. Also die Leute, die hatten Angst einfach, mich darauf anzusprechen. Die hatten Angst, damit umzugehen. Ja. Und ich fühle mich da irgendwie... Ja, zusätzlich bestraft. Also es ist schon schlimm, dass ich das Kind verloren habe. Ich habe es ja nicht nur verloren, es war tatsächlich krank. Aber weißt du, Stella, ich glaube, das ist eine leider sehr übliche Verhaltensweise von Menschen, dass wenn etwas Schlimmes passiert ist, wenn ein Todesfall passiert ist, sei es jetzt in deinem Fall ein ungeborenes Kind oder auch wenn es schon erwachsene Menschen trifft, dass sehr viele damit nicht umgehen können, Angst haben und auf Distanz gehen. Oder es ihnen unangenehm ist, mit dem Thema Tod konfrontiert zu werden. Auch unsicher sind, wie verhalte ich mich jetzt der Person gegenüber? Spreche ich das an, spreche ich es nicht an? Und die gehen dann lieber jemandem, oder die gehen jemandem dann lieber aus dem Weg, als dass sie denjenigen ansprechen. Ja, ich finde es sehr schade, weil ich mache es nie grundsätzlich. Ich weiß nicht, ich höre immer gern zu und gerade jetzt bin ich auch super sensibler geworden, war ich eigentlich schon vorher. Aber das ist für mich, ich habe auch Angst, das zu erzählen, weil wenn ich jetzt, mit Männern, hör bloß auf, da habe ich Angst, das zu erzählen. Und wenn ich es erzähle, dann merke ich sofort die Schrecken zurück und denke, ob die wohl gesunde Kinder kriegen kann. Mhm. Und das macht mich so fertig, weil ich die Frage selber nicht beantwortet bekomme. Also hast du denn, die Frage interessiert dich ja wahrscheinlich persönlich auch sehr. Hast du die mit einem Arzt oder mit einigen Ärzten besprochen? Natürlich, also ich wurde auch komplett untersucht und nicht nur mein Blut, sondern auch Gebärmutter, ob da irgendwelche Entzündungen da sind. Mhm. Irgendwas, also ich habe weder Tabletten genommen, ich habe noch nie Alkohol getrunken, ich habe noch nie geraucht, deswegen ärgere ich mich ja noch mehr. Mhm. Es gibt ja viele Mütter, die rauchen und die kriegen gesunde Kinder. Mhm. Also die Ärzte haben bei mir überhaupt nichts gefunden und in der Vorgeschichte bei mir in der Familie gibt es diese Störung auch nicht und bei meinem Freund auch nicht. Das heißt, du kannst, ich meine, jetzt ist ja alles noch viel zu frisch. Du bist erst 25 Jahre alt. Das heißt, perspektivisch sollte das dann auch schon wieder mal ein Thema werden, wenn du das gerne möchtest, dass du eine Schwangerschaft anstrebst. Ich möchte das schon, also ich bin geboren, um Mutter zu sein, das sage ich immer. Aber ich habe natürlich unheimliche Angst, dass es wieder passiert und klar. Ich weiß nicht. Also manche Ärzte sagen, ich bin genauso risikohaft, also wie andere. Und andere sagen,
ich bin 1% jetzt mehr im Risiko als normal. Also ich verstehe es nicht. Es wird immer, das ist ein Unfall gewesen, einfach nur ein Naturfehler. Und damit kann ich mich nicht anfreunden irgendwie. Weißt du, vielleicht sollte man auch gar jetzt noch nicht so intensiv darüber nachdenken. Jetzt geht es ja erstmal darum, Abstand zu gewinnen. Und für dich auch das einigermaßen zu verarbeiten. Das ist ja noch recht frisch alles. Ja, das stimmt. Und ich glaube, mit dem entsprechenden Abstand und vielleicht dann, was ich dir sehr wünsche, in absehbarer Zeit mit dem entsprechenden Partner, sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Ich finde, im Moment ist so wichtig, dass du wieder stabil wirst. Und du bist nicht stabil im Moment. Nee, nicht wirklich. Nee, wenn man sich da versucht hineinzudenken, ist das ja schon eine schlimme Sache, die passiert ist. Dann auch noch, dass der Freund sich von dir trennt und die Anfeindungen zu erleben, ist ja nun wirklich alles nicht so einfach. Nicht wirklich. Mit welcher Begründung hat er sich eigentlich von dir getrennt? Also er war 5 Jahre jünger wie ich und er meinte, er will jetzt doch noch leben, jetzt ist ja alles vorbei, jetzt haben wir das Kind verloren. Und ich denke auch, dass er beeinflusst wurde halt von seiner Familie, weil das Kind halt krank war. Und er ist ja natürlich gar nicht schuld. Für mich ist das keine Schuldfrage. Ich sag nicht, er ist schuld, ich bin nicht schuld. Mhm. Das kann man nicht sagen. Zum Glück wurde bei mir nichts gefunden, sodass ich für mich sagen kann, das Kind wurde nicht durch mich krank. Aber im Endeffekt weiß man das nicht, warum. Nein, es ist ja auch keine Schuldfrage. Überhaupt davon Schuld zu sprechen, finde ich schon, finde ich falsch. Weil das ist ein ganz falscher Tenor, der dahinter steckt. Aber weißt du, ich glaube auch, dass er keine große Liebe letztendlich für dich empfunden hat, sonst wäre er jetzt nicht weg. Ja, ich denke auch. Also er war noch, wie gesagt, ziemlich jung und als ich dann noch ansprach, ich möchte es nochmal versuchen, dann ist er natürlich schneller weg als sonst was. Natürlich nicht so einfach. Ich möchte gerne, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, gerne. Du kennst es vielleicht, es geht so, du legst auf und wir rufen dich zurück. Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt sofort in der nächsten Minute geht, weil die Sabine noch beschäftigt ist, aber du wirst auf jeden Fall noch im Laufe der nächsten halben Stunde, sagen wir so, zurückgerufen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und lass dir bloß nicht irgendwas da einreden an schlechten Gefühlen oder schlechtem Gewissen. Ich finde das sehr richtig, was du gemacht hast. Und ich finde auch gut, dass du so einen Ort hast, den du jetzt vielleicht auch mal besuchen kannst. Ja, finde ich auch. Ja. Finde ich auch eine sehr richtige Entscheidung. Okay, danke dir. Alles Gute, Stella. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Weiter geht's mit Petra. Petra ist 40. Guten Morgen, Petra. Hallo, Petra. Ja, mein Thema ist Freunde und Angehörige von Krebspatienten. Mhm. Und zwar möchte ich mich da auf die erste Anruferin beziehen. Mhm. Wie gesagt, hatte also ihre Mutter wäre so krank und sie leidet da sehr drunter, also die Anruferin. Und könnte ihre Mutter aber nicht so häufig besuchen, weil sie 300 Kilometer weit weg leben würde. Ja, 200, glaube ich, hat sie gesagt. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin selbst betroffene Krebspatientin. Ja. Sie hat auch im Mai schon mal miteinander telefoniert. Vielleicht erinnerst du dich noch, da hatte ich solche Angst vor der Chemotherapie. Ja, natürlich. Genau. Ja. Und wie geht es jetzt im Moment? Ich habe die Chemotherapie tatsächlich gemacht. Ja. Sie hat leider nichts geholfen. Unter der Chemo wuchsen neue Metastasen wieder im Bein. Mhm. Ich bereue es trotzdem nicht, weil es lokalisiert sich alles nur auf mein Bein, Gott sei Dank, sodass ich weiterhin eine große, große Hoffnung habe, dass ich es irgendwann überstanden habe, wobei jetzt schon fast auch von Amputation des Beines die Sprache ist. Ja. Aber soweit geht es mir ganz gut. Was mich heute eigentlich jetzt dazu bewegt hat, nochmal anzurufen, ist einfach, ich habe das damals schon mal erwähnt, dass sich Freunde einfach zurückziehen, mit meiner Meinung nach wirklich fadenscheinigen Ausreden. Und wenn ich dann höre, da liegen 200 Kilometer zwischen und deswegen kann ich nicht, dann werde ich so wütend, weil ich dann denke, wenn diese Frau jetzt frisch verliebt wäre, dann würde sie das ganz sicher möglich machen, dass man sich jedes Wochenende sieht, eine Fernbeziehung. Und so plötzlich schafft sie es nicht und geht stattdessen zu einer Psychologin, um ihr schlechtes Gefühl, was sie ganz sicher haben wird, jetzt mit einer Psychologin aufzuarbeiten. Die Zeit könnte sie bei ihrer Mutter jetzt nutzen, wo die Mutter noch lebt. Du gehst sehr streng ins Gericht, Miss Sarah. Ich bin wütend. Mhm. Ich bin teilweise so wütend und ich bin auch sehr hart geworden, muss ich sagen. Habe also auch meinen kompletten Freundes- und Bekanntenkreis wirklich ausgemistet. Ich glaube, Sarah war ja noch eine sehr junge Frau von 21 Jahren. Ja. Vielleicht ist es auch ein Teil der Überforderung möglich, im Moment. Ich habe sie gerade schon so verstanden, dass sie alles Menschenmögliche machen möchte für ihre Mutter. Ja. Vielleicht, sie wird es auch tun, ich bin sicher, wenn es der Mutter schlechter geht, wird sie jedes Wochenende dorthin fahren.
Ja, man soll die Zeit auch nutzen, wo es ihr gut geht. Genau. Gerade da. Ja, das auch, ja. Da haben wir auch drüber gesprochen vorhin, ja. Ja. Mhm. Und ich habe also jetzt in meinem Bekannten- und Freundeskreis, kann ich wirklich sagen, da sind wenige Leute, aber wirklich Leute, die mir ganz, ganz nahe stehen, mhm, die mir ganz wichtig sind und wo ich auch wirklich weiß, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Wie viele sind übrig geblieben von früher? Ich sag mal so, von 15 bis 20 sind vielleicht noch 3 übrig geblieben. Ja, das ist schon bitter, ne? Ganz bitter. Mhm. Und macht mich auch ganz, ganz traurig. Mhm. Aber die 3, die sind aber auch, das ist solide, ne? Das ist solide. Das glaube ich auch. Mhm. Die sind da und vor allen Dingen die Familie. Also die hat mich mit meiner Familie viel, viel enger zusammengeschweißt, ob jetzt mit meiner Schwester oder mit meinen Eltern auch oder ja, mit Cousinen, Cousins, was ich ganz toll finde. Ja, mit Cousinen und Cousins auch. Ja, auch. Ja. Mhm. Also da kann man wirklich sagen, Blut ist dicker als Wasser zumindest. Sagst du mir nochmal die Situation, in der du lebst? Hast du einen Partner? Nee, der hatte mich während der Krebserkrankung auch verlassen. Ach, so war das, ja. Genau, und ja, ich bin alleine. Kinder hast du auch keine? Nein. Mhm. Mhm. Und teilweise ist es jetzt im Moment schwer, dass ich mit meinem Bein, ich bin also nicht mehr mobil und kann auch nicht mehr laufen, mhm, und habe auch teilweise ganz, ganz starke Schmerzen nachts, sodass ich dann Angst habe, auch ich falle um vor lauter Schmerzen, mhm, und habe da also jetzt vor ein paar Tagen noch eine Freundin, von der ich gedacht habe, sie wäre eine, auch mal gefragt, ob ich die denn dann mal anrufen könnte, mhm, wenn das nachts so schlimm ist. Nee, und zur Antwort habe ich gekriegt, sie hätte ja jetzt momentan Liebeskummer und den müsste sie dann jetzt pflegen. Ehrlich, hat sie das gesagt? Ja. Dass die Leute sich nicht schämen, so etwas zu sagen. Richtig. Und mich macht das so grenzenlos wütend, dass, mhm, ich dann wirklich denke, ich weiß selbst, wie schlimm Liebeskummer ist. Ich habe sie noch vor kurzem erlebt. Mhm. Und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, mhm, aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Was glaubst du denn, dass Menschen sowohl bei schweren Erkrankungen als auch, wir haben das gerade auch gehabt, bei Todesfällen, so auf Distanz gehen? Was steckt dahinter? Verdrängung, das ist nach wie vor noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Oder ist es Ihnen auch schlichtweg lästig? Das auch. Mhm. Na, ich habe die Vermutung oftmals, dass es den Leuten lästig ist. Ja, das auch. Also ich denke, weil man will einfach eine schöne, heile Welt haben und man möchte nicht erinnert werden an Leid und Tod und man möchte nicht erinnert werden an einen eigenen Tod vielleicht auch, wenn es ein Todesfall ist. Das war ja auch das, was damals mein Ex-Freund von mir gesagt hat, er möchte sich nur mit schönen Dingen umgeben. Ja, ja. Mhm. Und trotz alledem, gerade auch Krebskranke, wir sind ja immer noch dieselben. Und ich kann dann gar nicht verstehen, solche Aussagen, dass man dann sagt, wir trauen uns plötzlich nicht mehr, dich anzurufen. Mhm. Und man kommt sich dann schon teilweise vor, dass man, also ich jetzt bin wirklich wie so ein Krüppel, weil ich humpel, mhm, und wie gesagt, ich kann nicht mehr Auto fahren. Das wird sich irgendwann sicherlich geben und wenn es auch durch eine Amputation ist, ganz egal. Wie lange bist du jetzt krebskrank? Seit November 2005. Ja, wenn du die Zeit zurückblätterst. Ja. Wie hast du dich Leuten gegenüber verhalten, die schwer krank waren oder die einen Todesfall vielleicht in ihrer Umgebung zu beklagen? Eigentlich noch nie. Ah, ja. Mhm. Ich hatte das noch nie und ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht man selbst die gleichen Fehler, wenn man nicht selbst etwas gelernt hat. Wirklich. Ja, ja. Will ich nicht sagen, dass ich nicht getan hätte. Ich weiß es nicht. Mhm. Also das Einzige, was ich wirklich möchte, wirklich an die Zuschauer und Zuseher, Hörer appellieren, behandelt uns wie vorher auch. Und mir wird dann auch immer wieder gesagt, ja, wenn was ist, dann ruf doch an. Mhm. Aber nicht, wenn ich Liebeskummer habe zum Beispiel, dann nicht. Zum Beispiel, ne? Genau. Oder wenn ich dringend Termine habe, geschäftlich, dann auch nicht. Richtig. Vielleicht sonntags zwischen 4 und 6, da kannst ganz du anrufen. Genau. Mhm. Und es ist manchmal so, ich würde mir manchmal wünschen, dass jemand dann auch auf mich zukommt und sagt, Mensch, du kannst zwar jetzt nicht laufen, mhm, aber komm, wir schaffen es irgendwie. Mhm. Wir fahren mal in die Stadt und trinken Kaffee, weil, mhm, ich habe diese Kraft auch oft psychisch nicht mehr, mhm, jemanden anzurufen. Wobei ich trotz alledem sagen muss, ist ganz eigenartig, seit ich krank bin, geht es mir psychisch besser als jemals zuvor in meinem Leben. Wie kommt das? Finde ich, ich weiß es nicht. Ich habe also mal das Gefühl, dass ich völlig ausgeglichen bin, mhm, mit mir im Reinen bin und in meinem Leben wirklich aufgeräumt habe. Mhm. Mir geht es also psychisch wirklich richtig gut. Das ist ja eine interessante Äußerung. Ja. Dass jemand, der schwer krebskrank ist, sagt, mir geht es psychisch jetzt besser als vorher. Ja. Ich habe also auch vor Weihnachten, ich habe so furchtbare Angst gehabt, weil ich gedacht habe, naja, ich bin alleine und vom Freund verlassen, mhm, diese schreckliche Erkrankung noch dabei. Und das ist überhaupt nicht so. Heißt das vielleicht, dass du jetzt einsiehst, dass du früher falsch gelebt hast? Richtig. Völlig falsch. Völlig. Was war das Falscheste, was du gelebt hast? Ich habe immer für den Moment gelebt, der irgendwann kommen könnte. Für die Zukunft. Mhm. Ich habe später den Moment gelebt. Später machen wir das und später machen wir das. Und wir, genau, schieben das dahin und dahin später und dahin. Später bin ich glücklich, weil später habe ich dann vielleicht, ja, einen Partner, der zu mir passt. Ja.
und später habe ich vielleicht einen Beruf, den ich haben will und immer nur für das, was irgendwann kommt. Was meinst du, wie viele Menschen das in unserer, gerade in unserer westlichen Welt so geht? Dieses immer dieses Planen, immer dieses Verschieben, jetzt wird schon geplant, der Winterurlaub nächstes Jahr und weiß ich was alles. Genau, und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also jetzt ist, wenn ich dann schmerzfrei bin und in irgendeinem Café sitze und einen Cappuccino trinken kann, dann bin ich wirklich glücklich. Mhm. Das ist also auch nicht so, dass ich denke, ich bin jetzt, nehme die Situation an und bin einfach nur zufrieden, sondern ich bin wirklich glücklich, dass das so geht. Und es ist ein wunderschönes Gefühl. Und deswegen ist also trotz dieser schrecklichen Erkrankung, es ist nicht alles schlecht dabei. Es ist also wirklich, ich fühle mich psychisch gesehen, also meine Ärztin sagte vor ein paar Tagen zu mir, dass ich körperlich zwar nicht mehr laufen kann, aber sie hat das Gefühl, meine Seele hat wirklich einen Berg erklommen. Mhm. Und genauso fühle ich mich. Somit hat diese Krankheit eigentlich einen großen Nutzen für dich auch. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, weil jetzt die Zeit, die genieße ich, trotz aller Schmerzen, und das ist ja auch nicht immer so, ich genieße die, bin natürlich auch voller Hoffnung, dass alles gut wird und ich geheilt werde, geheilt nicht mehr, aber ganz gut damit leben kann und freue mich auch jetzt auf die Zeit danach, wo diese schwierige Zeit vorbei ist. Ne? Petra, das hat mich sehr gefreut, nochmal mit dir gesprochen zu haben. Und das beeindruckt mich sehr, was du gesagt hast. Und ich hoffe, dass dein Appell etwas nach außen gedrungen ist. Das hoffe ich auch. Ich hoffe es sehr. Einfach mal alle, die wirklich Angehörige zu Hause haben, denen es nicht so gut geht, wirklich mal einfach trauen, einfach anzurufen und einfach zu sagen, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich traue mich gar nicht, aber ich möchte mich einfach mal melden. Und wenn man sich das nicht traut, einfach mal eine Postkarte schreiben. Irgendwas, ne? Genau, einfach mal melden. Ja. Liebe Petra, toi 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 für dich. Dankeschön. Alles Gute. Dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über diese kostenfreie Telefonnummer oder meldet euch über unsere Mailadresse domian@wdr.de. Daniel, 26, guten Morgen. Ja, morgen Jürgen, grüße dich. Morgen Daniel. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ob ich den Kontakt zu meiner Tochter abbrechen soll oder nicht. Wie alt ist denn deine Tochter? Meine Tochter, die ist jetzt im November 3 geworden. Und wieso abbrechen? Ganz einfach, weil meine Ex und ich, wir hatten uns letztes Jahr im September getrennt. Wir beide hatten auch schon mal miteinander gesprochen im November. Und die Frau, die macht mir einfach nur das Leben zur Hölle. Wir streiten uns seit einem Jahr ohne Ende. Sie beleidigt mich aufs Übelste. Ihr neuer Freund, für den sie mich letztes Jahr hat sitzen lassen, der ist auch schon handgreiflich mir gegenüber geworden, sodass ich eine Anzeige wegen Körperverletzung gemacht habe. Die läuft momentan. Meine Ex erzählt nur Lügen über mich beim Jugendamt. Das Jugendamt droht mir jetzt schon mit bis zu 3 Jahren Knast. Wieso das denn? Weil ich seit einem Jahr arbeitslos bin und die behaupten ganz einfach auf Anrat meiner Ex hin, dass ich mich nicht um Arbeit bemühen würde und deshalb keinen Unterhalt bezahle und ich denen jetzt schon 2000 Euro Unterhalt schulden würde. Meine Familie möchte mit meiner Tochter auch nichts mehr zu tun haben. Warum? Weil sie behaupten, dass meine Ex mir damals unser Kind einfach nur so untergejubelt hat. Nach dem Motto, selbst wenn es so wäre, was hat das, was kann das Kind dafür? Ich weiß es nicht. Also ich lebe seit 24 Jahren bei meinen Großeltern, weil meine Mutter einen tödlichen Verkehrsunfall hatte. Ja. Mein Vater will von mir auch absolut nichts wissen. Und unsere Kleine ist damals gekommen, als sie im ersten Ausbildungsjahr war. Und für meine Großeltern ist es natürlich eine Schande, gegenüber Freunden und Bekannten ein uneheliches Kind zu haben. Und wie gesagt, sie behaupten halt, dass meine Ex mich damals nur benutzt hat, um ein Kind zu bekommen. Und weil sie ja Polin ist und eh nur lügen würde, wollen sie mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Und ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Naja, jetzt finde ich, dass die entscheidende Frage ist, was sagst du, was sagt dein Herz? Das ist dein Kind. Mein Herz sagt, dass ich zum einen meiner Ex ordentlich links und rechts ein paar in die Entschuldigung hauen möchte, weil ich absolut wütend bin. Okay, wir reden nicht über die Ex, wir reden über dein Kind. Ja, ich möchte das alleinige Sorgerecht haben. Nur das Problem ist, ich bin, wie gesagt, seitdem arbeitslos. Sie möchte das alleinige Sorgerecht haben? Dass ich die Kleine für immer bei mir habe. Weil ich du möchtest das haben? Ich möchte das. Weil ich hänge an meiner Kleine, ich vermisse meine Kleine bis zum Abwinken. Aber sie lebt jetzt bei der Mutter? Leider. Und wie oft siehst du sie? Ich habe sie jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Seit einem Jahr nicht mehr? Seit einem Jahr nicht mehr. Warum nicht? Meine Ex verweigert es mir, sie ist zwischendurch umgezogen in eine andere Stadt. Ich habe keine Rufnummer, ich habe gar nichts. Ich habe versucht, über die Eltern dran zu kommen von ihr. Ja. Die Eltern sprechen mit mir auch kein Wort, die wissen auch von nichts. Also auch über das Jugendamt gibt es keine Möglichkeiten, dass du dir das erstreiten kannst? Datenschutz.
Datenschutz. Das Jugendamt sagt, ist Datenschutz, wir sind verpflichtet. Ja, du hast gerade am Anfang gesagt, ich stehe vor der Entscheidung, den Kontakt ganz abzubrechen zu meinem Kind, oder? Ja. Was ich kann nicht mehr. Weil ich echt, ehrlich gesagt, nicht mehr kann. Ja, du bist aber auch viel zu sehr voll des, der Wut. Du bist wütend auf deine Ex, du bist wütend auf den Typ. Das ist natürlich kein guter Begleiter im Moment, um eine Sache, die das Kind betrifft, zu regeln. Ja, nur wie gesagt, die Schwester von meiner Ex, die hat im August versucht, dass ich meine Kleine mal heimlich sehen kann. Mhm. Meine Ex durfte davon nichts wissen. So, und dann haben wir uns in einem Straßencafé gefunden. Die Ex hat das durch ihren Vater rausbekommen, ist zu diesem Straßencafé hingekommen, hat meine Kleine vom Stuhl runtergerissen und er hat mir einen richtig schönen Tritt in den Rücken reingekommen. Wer hat denn das Kind in dieses Straßencafé gebracht? Die Schwester. Ah ja. Die Schwester, denn das Kind war übers Wochenende zu Besuch bei ihr. Das heißt, die Mutter wusste das nicht oder war der beeinflusst? Die Mutter wusste davon absolut nichts. Sie durfte davon nichts wissen. Tja, das ist natürlich ein Zustand, das sind Zustände, die sind ja zum Himmel schreiend. Ja, natürlich. Ja. Und ich drehe noch am Rad, ich drehe so am Rad, weißt du? Ja, was heißt jetzt, dass du stehst vor der Überlegung, alle Aktivitäten hier sein zu lassen, oder was? Ja, natürlich, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe einen Anwalt eingeschaltet. Ich wollte gerade sagen, wenn, ist das eine Frage des Anwaltes. Ich weiß nicht, wie man das juristisch da drehen könnte. Du hast einen Anwalt, was sagt der? Der sagt, ich habe halt mein Recht, meine Tochter zu sehen, jedes Wochenende. Meine Anwältin wollte einen Brief hinschreiben. Ich habe eine Kopie von dem Brief bekommen. Ich habe gedacht, mich trifft ein Schlag, weil die ganze Kopie war voller Rechtschreibfehler und voller Missverständnisse. Ja, Moment mal. Also ist jetzt die Anwältin auch noch schuld? Klagst du jetzt jeden an, mit der irgendwie was mit dir zu tun hat? Ja, so ungefähr, weil... Ja, aber hör mal, also... Pass auf, ein kleines Beispiel. In dem Brief steht drin, mein Mandant möchte seine Tochter samstags und sonntags sehen. Das erste Treffen findet am 20.12.2006 statt. Das nächste Treffen am 10.12.2006. Ja, okay. Also, da meine ich mich doch lächerlich. Ja, da müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. Entweder hast du jetzt einfach ein Pech, dass du einen falschen Anwalt hast, dann such dir einen anderen Anwalt. Also du musst aufpassen. Du neigst dazu, glaube ich, in deiner Wut jetzt die ganze Welt anzuklagen. Und jeder ist jetzt irgendwie der Böse. Jetzt ist gerade die Anwältin Ziel deiner Kritik, was weiß ich. Da musst du jetzt aber sehr vorsichtig sein. Gut, ja gut. Und du musst dich auch ein bisschen in deine... Du hast ja eine Wut im Hals, das ist ja schrecklich. Da musst du dich aber ein bisschen runterfahren. Es geht um das Kind. Es geht nicht um dein Recht und um deinen Stolz, der da verletzt worden ist und weiß ich was alles. Darum geht es überhaupt gar nicht. Das ist alles Quatsch. Es geht darum, dass du... Bitte? Ich habe niemanden, der mich unterstützt. Ja, dann such dir jetzt einen neuen Anwalt. Das ist der nächste Schritt. Dass du, was die Gesetzesgeschichte betrifft, dass du da gut beraten bist. Und das Zweite ist einfach, dass man behutsam an die Sache rangeht, dass du später mal, wenn die Kleine groß ist, dass du sagen kannst, ich habe alles Menschenmögliche wirklich getan. Aber das musst du auch wirklich tun. Hallo? Hallo? Hallo, Daniel? Jetzt ist Daniel weg, obwohl die Leitung noch steht. Ich bitte mal meine Regie. Ah ja, wir haben es schon. Wir können den Daniel bitte mal Hinweis an meine Regie nochmal versuchen anzurufen und dann zur Psychologin zu stellen. Das fände ich ganz richtig. Hier ist Nicole. Nicole ist 33. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Hallo, Nicole. Hi. Was geht's bei dir? Also vor einem Jahr habe ich mit meiner Freundin mal unterhalten und sie meinte dann nach dem Gespräch, ich soll dich doch irgendwann mal anrufen und um Rat bitten. Du bist da halt der richtige Mensch dafür. Hat die Freundin gesagt. Ja, genau, weil ich guck wohl abends, ich bin sonst nicht so abends wach, aber mein Kleiner hier, der hat ein bisschen Schnupfen und jetzt sitze ich hier auf der Couch hochkant mit dem Kleinen, damit ich nicht so husten muss. Das klingt so nach Berlin. Kommst du aus Berlin? Ja, genau. Ah, das ist schön. Ja, um was geht's denn, Nicole? Ja, also als ich 18 war, das vor 15 Jahren, war ich immer mit meinen beiden Nichten, die eine war knapp 3 und die andere war 11. War ich immer schwimmen und überall halt irgendwo hingegangen, weil meine Schwester sich nicht richtig drum gekümmert hat um die Kinder und mir hat es nicht getan. Ja, und dann war ich halt schwimmen am Kiessee und habe dann die Kleine aus den Augen gelassen und ja, dann war sie halt weg und ertrunken, also ging ganz schnell. Die Dreijährige? Ja, die Dreijährige. So, naja, dann halt zum Bademeister und die haben dann gesucht und ich wusste dann schon, na toll, was machst du denn jetzt und die Kleine ist weg und
Dann wurde meine Schwester informiert, die kam dann halt und die konnte irgendwie gar nicht in die Augen gucken. Bei uns ist es aber auch irgendwie so, wenn irgendwie ein Problem ist, da wird nicht doll drüber geredet, sondern ja, wird so unter den Teppich gekehrt. Mhm. Und ich wurde halt nur so angeguckt, so als sie, toll, was hast du denn jetzt gemacht und so. Also ich halte nur mal fest, da warst du 18 Jahre alt. Genau. Da ist das passiert, dass du eigentlich auf die Kleine aufpassen solltest und genau. Ist sie ertrunken. Genau, und ich habe die total geliebt. Also das Komische ist auch immer, wenn aber ich... Aber darf ich nochmal fragen, Nicole, wie kann das passiert sein? Wenn man so auf so ein kleines Kind aufpasst, hat man das doch wirklich eigentlich immer zu den Augen. Du, das geht so schnell. Du verlierst das Kind so schnell aus den Augen am Strand. Also wenn du selbst mal mit kleinen Kindern Bahn gegangen bist, das, weiß nicht, das geht schnell. Man kann manchmal so schnell gar nicht gucken. Und wenn die keine Angst hatte vor Wasser, und die hat ja keine Angst, ja, sie ist einfach ohne Schwimmreifen ganz tief drin. Ach so, schon mit 3 Jahren ohne Schwimmreifen reingegangen. Also mein Kleiner, mein anderer, der ist jetzt 4, als er 2 war oder so, der springt auch ins Schwimmbecken drin, auch wenn er untergeht, der hat auch keine Angst. Ja, ja. Und, also er würde auch ohne Schwimmreifen da reinspringen. Mhm. Und ja, die wird reingelaufen sein, weil sie ist aus dem Wasser gekommen, hat total gefroren. Ich habe ihr die Schwimmreifen abgemacht, habe gesagt, setz dich mal hier hin, ich gehe mal schwimmen. Mhm. Bin ins Wasser, habe halt immer geguckt und dann halt, habe ich mal kurz nicht geguckt, dann, ja, und dann war sie schon weg. Mhm. Also die muss reingelaufen sein und gleich weg gewesen sein, hat auch noch nicht mal ein anderer gesehen. Mhm. Erzähl mal, wie es dann weiterging. Naja, und dann halt war sie dann ertrunken, wir haben auch nie weiter darüber gesprochen und dann Wochenende, wenn ich halt immer weggegangen bin, halt immer richtig viel getrunken. Du hast viel getrunken, ja, aus Verzweiflung. Ja, naja, dann halt, ja. Hm? Mhm, ja. Und richtig viel, und dann wurde zwei getuschelt so hinterm Rücken, so, naja, so langsam müssen wir mal Nicole irgendwo hinschicken zum Psychologen oder so, weil sie dann schon gemerkt haben, dass sie ein bisschen viel war, Wochenende mal so trinken, was ich noch nicht mal mitbekommen habe. Ja, aber wurde auch nie irgendwie drüber gesprochen und dann, meine Schwester hat dann ab und zu mal gesagt, wenn irgendwas war, ja, hättest du besser aufgepasst, dann würde sie jetzt noch leben. Und habe jetzt selber 2 Kinder, 9 Monate und 4 Jahre. Und dann sagt sie auch, Mann, ja, pass mal auf deine Kinder auf, nicht, dass Owe sowas passiert und so. Und ich habe totale Angst auch vor Wasser, vor tiefem Wasser, träume immer noch, dass ein Kind ins Wasser fällt oder manchmal ein total schmutziges Wasser fällt und dass ich dann versuche, die festzuhalten oder rauszuziehen oder die Linien unten am Boden, also ganz schlimm. Aber dennoch gehen deine Kinder ins Wasser, wie du gerade sagtest. Ja, ja, also wenn ich schwimmen gehe, also da habe ich selber schon immer richtig Panik. Dann überlege ich immer, was ist denn, wenn der zum Beispiel jetzt ins Wasser fällt, geht der gleich unter oder schwimmelt der noch? Oder? Also du bist jetzt 33 Jahre, das ist ja nun schon eine ganze Weile her, dieses schwere Unglück. Mhm. Ist es schon so, dass sich all die vielen Jahre doch eine große Schuld, große Schuldgefühle geplagt haben? Ja. Also ich merke es daher, dass ich es in meinen Träumen halt immer wieder noch verarbeiten tue. Ja. Und du hast nie richtig intensiv mal mit jemandem darüber ausführlich gesprochen. Nein. Nee. Ich finde das so sonderbar, wie, was du gerade gesagt hast, dass in der Familie da nie dann mehr darüber gesprochen wurde. Also wenn die Kleine war tot und ihr habt sie beerdigt. Sie wurde gefunden, gehe ich mal von aus. Sie wurde abends gefunden, rausgeholt. Und das Schlimme war, also wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, total komisch. Also sie wurde rausgeholt. Meine Familie ist zurückgefahren nach Hause, jeder zu seiner Hause. Ich bin da mit 2 Bekannten in die Kneipe gegangen und habe ein Bier getrunken. Hm, hm. Wie war denn das bei der Beerdigung dann? Hm? Wie war denn das dann bei der Beerdigung? Aber total schlimm, also ich weiß nicht, ob sie geguckt haben oder ob es mir so vorkam, als ob sie mich alle angeguckt haben, so als sie, ja, hättest du mal besser aufgepasst. Mhm. Ich war auch nie in der Leichenhalle gewesen, ich habe sie dann nur vor der Beerdigung dann nochmal kurz angeguckt. Ja, ja. Gab es denn Leute, die dir das ins Gesicht gesagt haben, du bist schuld? Ja. Gab es. Mhm. Ja, also wenn meine Schwester sagt, hättest du besser aufgepasst, dann wäre sie jetzt noch hier, denn. Ja, sicher, ist das, im Klartext heißt das. Ja. Haben zu der Zeit heißt, geh mal zum Friedhof, jetzt muss ich zum Friedhof und hättest mal besser aufgepasst, dann bräuchte ich deine hin, wo ich sage, ey, hättest ein Kind, dann müsstest du dich viel mehr drum kümmern. Wie ist denn das Verhältnis heute zur Schwester? Immer noch sehr gespannt? Wir sehen uns schon und das Thema wird auch gar nicht mehr vorgeholt. Mhm. Irgendwie. Aber es wird nicht vorgeholt, aber es ist irgendwie im Raum, das Thema. Genau, es hängt noch irgendwo im Raum. Und bei dir ist es in der Seele, das Thema? Ja, also durch meine Kinder jetzt denke ich auch oft, was ist, wenn die mal sterben oder wenn Ina stirbt, kommst du damit klar? Also ich würde dich überleben. Mhm. Als ich jetzt den 2. Sohn bekomme, habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du nicht mehr hinterhergehen, wenn dem 1. was passiert, weil du hast ja noch ein 2. Kind zu versorgen. Du hast ja Verantwortung. Ja, genau. Also denke ich schon immer, was ist, wenn Ina stirbt? Und dann habe ich auch immer so Schuldgefühle, egal was, hast du jetzt hier noch mit den Kindern gemacht, warst genug draußen, hast du jetzt zu
ja, zu streng oder also ich mache mir nur Vorwürfe. Als mein Hund vor 4 Jahren nicht dumm ist, hat dann in den Ohren so Bakterien gehabt und zum Arzt und Tabletten, weil er dann tot war, habe ich mir Vorwürfe gemacht. Ja. Hast du dich richtig um ihn gekümmert? Warst du lieb genug gewesen? Ich meine, das war wie mein Kind gewesen. Ich war schon lieb genug. Aber das stelle ich noch in Frage, ja. Obwohl Du hast gerade gesagt, dass deine Reaktion mit der Sache umzugehen war, damals zu trinken. Du hast gerade erzählt, dass du viel getrunken hast damals. Genau, Wochenende. Ja. Also kann man sagen, richtig gesoffen? Ja, kann man sagen. Ist das heute weg oder passiert das heute auch immer wieder mal? Also ich sag mal so, wenn ich dann mal einen trinke, dann trinke ich schon ordentlich. Ich vertrage auch ordentlich das Problem. Und aber seitdem ich mein erstes Kind bekommen habe, halt nicht mehr geraucht, nicht getrunken. Ja. Jetzt zum Beispiel still ich auch jetzt 9 Monate lang, kann ich ja nicht so trinken. Und muss ja auch fit sein nächsten Tag. Also die Kinder haben mich schon ziemlich rausgeholt da. Der Vater damals, also dein Schwager, wie hat der sich verhalten? Der Vater des toten Kindes. Naja, der richtige Vater, der war ja weg. Mhm. Aber der Stiefvater, ja nee, der hat nicht so irgendwie Gruß dazu, was ich gesagt. Der war nur der Stiefvater gewesen. Also Nicole, ich finde, wenn man sowas was hinter sich hat und das so viele Jahre mit sich herumgetragen hat wie du, und immer wieder versucht hat, das irgendwie durch Alkohol zu betäuben, was natürlich keine Lösung ist, ist klar. Wäre eine professionelle Hilfe angesagt? Also ich hatte ja nicht nur Alkohol getrunken, 94, also 3 Jahre später fing ich dann auf Wochenende mit Drogen an und so. Ah ja, was für Drogen? Ach, alles. Auch harte Sachen? Ja. Und seitdem ich schwanger bin, noch nicht mal mehr eine Kopfschmerztablette übrig an. Ja, also da bin ich schon ganz froh, dass die Kinder mir da so rausgeholfen haben. Also ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich, durch ein Versehen meinerseits, stirbt ein Kind. Und ich bin erst 18 Jahre alt, das muss man auch noch sehen. Und ich habe nie die Chance, mich ausführlich mit jemandem mal intensiv über meine Schuldgefühle zu unterhalten. Ja. Ist mir völlig klar, dass das völlig in eine Schieflage geraten ist bei dir und dass du das jetzt auch nach so vielen Jahren noch in dir rumträgst und einfach das Gewissen belastet ist. Ja. Um damit umgehen zu können, und auch das wirklich zu akzeptieren, was da passiert ist, glaube ich, brauchst du jemanden, der sich professionell damit auskennt. Das kann man nicht mit einem Gespräch, so wie wir das jetzt führen, lösen. Das ist nur ein Anfang, unser Gespräch. Ja. Hättest du denn Angst davor, dich da intensiver mit zu beschäftigen? Nee, also ich hatte schon mal einen Psychologen aufgesucht, auch weil ich manchmal so nicht aggressiv bin, aber so schnell aus der Haut fahre, ne? Und also cholerisch kann man auch sagen. Und deswegen war ich schon mal beim Psychologen gewesen, weil ich das halt nicht mehr wollte, so aggressiv sein, so schnell so rummeckern hast und so. Hast du dem das damals erzählt, was passiert war? Ich glaube, so weit sind wir gar nicht gekommen. Ach so. Von vorne an hier mit dem ersten sexuellen Kontakt und ich nicht was alles, wo ich dachte, was will er denn jetzt von mir? Dann bist du irgendwann weitergekommen und halt ihn dann abgebrochen, weil er hat dann früher Schluss gemacht, immer mit der Sitzung und dann. Weißt du, Nicole, ich sag immer hier in der Sendung, ich empfehle das oft mit der professionellen Beratung. Aber ich weiß auch, wie viel es gibt, mit denen das nicht gut funktioniert. Das ist fast schon eine Kunst, jemanden zu finden, bei dem man so auf gleicher Wellenlänge ist. Man muss, wenn man da hingeht, man muss den ja auch ernst nehmen. Ja. In dem Moment, wo du denkst, der schwallert mir die Ohren zu hier oder der redet oder fragt ganz komische Sachen, funktioniert das nicht. Das muss jemand sein, den du gut findest, den du respektierst. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte, mit meiner Psychologin jetzt ein paar Worte sprichst, um dir vielleicht auch noch ein paar Tipps von ihr geben zu lassen, wie du einen guten Psychologen für deinen Fall findest und wo auch vor allen Dingen. Ich würde es dir sehr raten. Ich glaube, dass das allein, du schaffst es nicht allein. Du hast es ja schon so viele Jahre versucht, irgendwie. Gott sei Dank sind die Kinder da. Wenn die Kinder nicht da wären, wärst du wahrscheinlich sehr auf die schiefe Bahn geraten. Ja, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und ich bin auch ganz alleine, also mit den beiden Kindern auch ganz alleine. Ist auch schön. Du hast auch nochmal so ein psychischer Druck, so kannst du jetzt auch mal weggehen oder lieber nicht. Weil als ich den Kleinen mal weggegeben hatte zu Papa und dann halt weggegangen bin, ich habe also jahrelang, bis der Kleine da war, so eine Schuldgefühle, wo ich immer gesagt habe, Mensch, ich habe den weggegeben und der hat gewehen. Und mir war das auch eigentlich egal, weil jemand war in der Disco und wollte mal wieder weggehen und so. Also so eine Schuldgefühle, was eigentlich blöd ist, ja. Ja, Nicole. Hat mal ein Recht wegzugehen. Jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Du legst bitte auf und du wirst von uns gleich zurückgerufen. Okay. Schöne Grüße nach Berlin. Danke, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir mit einer freien Themennacht wieder hier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1.